Ja, schönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle noch da seid. Ich mache hier das Schlusslicht und jetzt, ihr seht, ich habe da einiges mitgebracht, denn mein Thema ist Tiefsee zum Anfassen. Und da werden wir nämlich heute Abend den ersten Tauchgang in die Tiefsee in Köln live auf der Bühne sehen. Vorher ganz kurz zu meiner Person. Ich komme aus Köln, habe aber in Bremen am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie promoviert. Und ihr könnt ja mal raten, wie ihr an meinem Hut seht, in was ich promoviert habe. Also entweder das waren Schornsteine oder das waren heiße Quellen in der Tiefsee. Ich mach's mal kurz. Es waren die heißen Quellen in der Tiefsee. So wie man sie hier sieht, 3000 Meter Tiefe, heißes Wasser, bis zu 400 Grad heiß, strömt da aus. Und ich habe mich hier im Hintergrund für diese Muscheln interessiert. Ich will euch heute gar nicht mit den Muscheln langweilen. Ich will eher drauf kommen, wie kommt man denn eigentlich da in die Tiefsee, um diese Proben zu nehmen? Und wie findet man eigentlich diese heißen Quellen? Das ist gar nicht so einfach. Denn wenn ihr euch mal hier so eine Weltkarte anguckt, dann fallen euch hier solche Linien auf. Das sieht aus wie so Narben auf so einem Baseball. Ja? Das ist der Ort, wo neuer Ozeanboden entsteht, wo der Ozean wächst. Das geht nicht so schnell, das sind nur ein paar Millimeter bis Zentimeter im Jahr, aber es entsteht neuer Ozeanboden und genau da sind diese heißen Quellen. Ich war zum Beispiel hier ein paar Mal unterwegs am Mittelatlantischen Rücken, nördlich von Brasilien. Und wenn man sich da die Tiefsee mal anguckt, das sieht aus wie so ein Gebirge. Und genau da, wo dieser neue Ozeanboden entsteht, ist total abgefahrene hydrothermale Aktivität und da entstehen diese schwarzen oder auch weißen Raucher, weil da das Wasser aufgeheizt wird, sich mit den Mineralien verbindet und bis zu 400 Grad heiß aus dem Ozeanboden schießt. Und das sind total interessante Habitate für Lebensformen und deshalb unglaublich spannend zu untersuchen. Aber wie kommen wir da eigentlich hin? Ja? Was wir dafür als erstes brauchen, ist natürlich klar ein tolles Schiff. Wie zum Beispiel die Maria S. Merian, eins von 4 deutschen Forschungsschiffen, mit der war ich unterwegs. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ja, Forschungsreise ist klar, ne? 6 Wochen auf hoher See, schön Sonnenbaden, Grillen, Alkohol trinken, ne? Auf Steuerkosten. Aber ich kann euch sagen, genau so ist es. Ja? Hier schön Barbecue vorne mit dem Grill, schöne Sonnenuntergänge. Hier haben wir einen schönen Pool aufgebaut zum Schwimmen, ähnlich wie die Bilder vom Kollegen hier aus der NASA. Also die Steuergelder waren gut angelegt. Ist natürlich nicht so. Es ist harte Arbeit, Tag und Nacht. Und eine der härtesten Arbeiten ist erstmal diese verdammten Quellen zu finden. Also wie stellen wir das eigentlich an? Die Tiefsee ist nämlich eigentlich total öde. Ja? Sieht aus wie auf dem Mond oder wie vom Kollegen auf dem Mars. Da passiert nichts. Warum? Da ist es dunkel. Ja? Die Sonne scheint nur durch die ersten 200 Meter in der Wasseroberfläche und da unten ist einfach finster. Keine Photosynthese, kein höheres Leben. Ab und zu fällt da mal ein toter Wal runter und dann ist da kurz Party, aber eigentlich ist da nichts los. Und wie finden wir da jetzt eigentlich diese heißen Quellen? Wenn ihr euch das vorstellt, das ist so, als wenn ihr in der Wüste einen Fußball suchen würdet und das auch noch im Dunkeln. Ja? Also, das ist ja völlig, das ist ja total anstrengend. Deshalb, damit wir nicht jahrelang da rumkurven müssen, um diese heißen Quellen zu finden, bedient man sich moderner Technik. Zum Beispiel einem sogenannten Fächerecholot. Das ist ein tolles Gerät, was man unten an dem Forschungsschiff montiert und was nach unten den Meeresboden scannt und ein Bild in 3D und in Echtzeit von dem Ozeanboden liefert. Das heißt, während das Schiff gemütlich über den Ozean fährt, sehen wir in Echtzeit den Ozeanboden und können so diese heißen Quellen orten. Ja, und wenn wir die dann geortet haben, steht auf dem Menü Tauchen. Ja? Da haben wir jetzt eigentlich 2 Möglichkeiten. Die erste ist, wir nehmen ein süßes kleines U-Boot. Ja? Klingt ganz romantisch, oh, ist ja schön, fahren wir da mit dem U-Boot runter. Wie zum Beispiel hier das Alvin, das war übrigens eines der ersten U-Boote, was diese hydrothermalen Quellen entdeckt hat. Das ist ein sogenanntes Human Occupied Vehicle oder HOV. HOV. Das heißt so, weil da wirklich Menschen drin sitzen. Das ist aber gar nicht, da ist gar nicht so viel Platz. Da sitzen 3 Leute auf engstem Raum. Es gibt kein Klo. Es gibt 7 bis 9 Stunden meistens nur Finsternis. Also so romantisch ist das gar nicht. Viel effizienter in meinen Augen und weil man die Menschen einfach rauslassen kann, ist, wenn man einen Roboter nimmt. Ja? Zum Beispiel den wir dabei hatten, Quest 4000 vom Marum in Bremen. Der Name sagt es schon, dieser kleine Roboter oder kleine Scooter, ist größer als ein Auto. Kann bis zu 4000 Meter in die Tiefsee tauchen und ist ein sogenanntes Remotely Operated Vehicle, also ROV. Das heißt, wird ganz gemütlich von Deck gesteuert, von professionellen Menschen, die mit diesem ROV eingekauft werden
Und die steuern das Ding über HD-Kameras und Scheinwerfer in der Tiefsee. Und weil ich natürlich lang erzählen kann, aber ihr das euch vielleicht nicht so ganz vorstellen könnt, dachte ich mir, machen wir doch mal den ersten Tauchgang in die Tiefsee hier in Köln. Und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Also was brauchen wir dafür? Erstmal brauchen wir ja ein Ziel, wo wir hinwollen. Deshalb gibt es hier vorne einen Vulkan. Der wird gleich anfangen zu rauchen, aber laut Herstellerangabe ist dieses Zeug ungiftig und geruchsneutral. Das werden wir gleich sehen, ob die erste Reihe das unterstützt oder nicht, oder ob die gleich umfällt. Das wird einfach so ein bisschen rauchen wie in so einer Räucherkerze. So, gucken, ob er raucht. So, dann habe ich hier so ein paar Proben verteilt am Vulkan. Das sind jetzt meine Muscheln, die liegen hier rum. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Tauchroboter. Das ist hier mein... Das ist der erste Tauchroboter Kölns, das ROV Köln. Ja? Und was wichtig ist, wir brauchen eine Videoverbindung in die Tiefsee. Und jetzt wird es spannend, weil das hat in der Probe auch nicht immer funktioniert. Das ist auch auf hoher See gar nicht so trivial, weil es ist ganz schön schwierig, mit dieser ganzen Technik zu hantieren. Und ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier ein Bild hinkriege aus der Tiefsee. Wenn nicht, dann haben wir ja immerhin so einen rauchenden Vulkan auf der Bühne, der ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Aber in Wirklichkeit auf hoher See würde man das über ein 6000 Meter Kabel machen, was mit dem ROV verbunden ist und was dann die Bilder aus der Tiefsee liefert. Hier hoffe ich, funktioniert das über WLAN und da werden wir gleich mal gucken, ob hier diese Maschine mitspielt. Man steht auch in Echtzeit, also wenn man auf so einem Forschungsschiff ist, steht man unter Zeitdruck, denn alle möglichen Leute wollen mit diesem Roboter Proben aus der Tiefsee nehmen. Ja, das sind die Biologen, die wollen irgendwelche Lebensformen haben. Das sind die Geologen, die wollen irgendwelche Steinchen haben. Und das sind die Physiker, die wollen irgendwelche physikalischen Sachen auslegen am Tiefseeboden. Und das sieht schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier so eine Verbindung hergestellt und dann schauen wir doch mal, ob das funktioniert. Wenn ich mich gleich da drauf setze, kann ich wahrscheinlich nicht das Bild sehen. Wenn ihr also nicht den Vulkan sehen könnt, sagt mir einfach Bescheid. Oh, jetzt soll ich das auch noch kalibrieren. Moment. Also Steve Jobs hat da so ein paar Tücken eingebaut. Aber davon lassen wir uns jetzt mal nicht abschrecken, wie in echt. Ja? Lassen wir uns davon nicht abschrecken. Und jetzt tauchen wir. Verdammter Kalibrierer hier. Aber das ist wichtig, dass man sich auch in der Tiefseeforschung nicht irritieren lässt. So, in der Tiefsee ist es dunkel. Deshalb würde ich mal gerade darum bitten, dass wir das Licht ausschalten hier auf der Bühne. Genau. Jetzt ist es so, eigentlich würden wir jetzt mal 2 Stunden warten müssen, bis wir unten in der Tiefsee sind. Ich erspare euch das mal und wir sagen einfach, wir sind schon unten. Ja? Und jetzt mache ich mal hier das Licht an. Aha, was sehen wir denn hier? Falsch rum? Ja, das ist schon hart, ne? Das ist schon hart, ja. Danke, danke. So, jetzt haben wir hier... Ich lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ich war schon auf hoher See und haben ganz andere Sachen erlebt, als so ein komisches iPhone zu kalibrieren, ja. Also, bitte. Ja. So, ist richtig rum? Ja, sieht gut aus. So, wir steuern den Vulkan an. Wo ist mein Werkzeug? So. Könnt ihr was sehen? So, hier sind jetzt meine Proben. Ja, so und jetzt kann mal jemand auf die Uhr gucken, weil die Zeit ist wirklich knapp in der Tiefsee und ich gebe mir jetzt selber nur eine Minute Zeit, um diese Proben hier zu sammeln. Kann mal jemand gucken und mir sagen, wann diese Minute um ist, bitte? Und wir starten jetzt. Okay. Diese Tierchen leben übrigens wirklich ganz dicht an den heißen Quellen. Das Wasser, was da rauskommt, ist zwar 400 Grad heiß, aber ein paar Zentimeter weiter ist schon prima Badewassertemperatur. So, jetzt habe ich hier die erste Muschel geangelt. Die stecke ich mir direkt mal in meinen Sack. So. Jetzt kommt die zweite Muschel dran. Könnt ihr alle was sehen? Das ist super. Das geht auch hier fast so schnell wie bei den Profis. Da habe ich schon wieder die nächste Muschel an der Angel.
Das geht hier ratzfatz. Diese Tiefseemuscheln können da übrigens nur überleben. Das ist ja so krass. Warum leben die da? Weil das, was da rauskommt aus dem Vulkan, das ist Methan und Schwefel und eigentlich total ungenießbar für höheres Leben. Also warum bitte? Zeit, okay. Ich sehe schon, das wird ein bisschen eng, deshalb lassen wir es jetzt mal hier mit dem Tiefseetauchern und ich zeige euch mal, wie das die Profis machen. Licht bitte wieder an. Also die Profis machen das folgendermaßen. Hier sieht man, wie die das wirklich machen. Hier setzen die das Roff aus. Das ist übrigens auch rot, so wie mein Bobbycar. Das wird über das Schiff hinten raus, über so einen genannten A-Frame, also A-Rahmen, abgesetzt und dann taucht es in die Tiefsee. Und da findet dann die abgefahrene Forschung statt. Hier sehen wir, wie wir so eine heiße Quelle anfliegen in der Tiefsee. Und dann mit den verschiedensten Apparaturen wird da operiert. Hier so ein Staubsauger, der die heißen Gase aus diesem Smoker, aus diesem heißen Raucher rausholt. Das ist wirklich Fingerspitzenarbeit. Oder so ein Trichter, der Gasbläschen einfangen kann. Oder wir haben auch irgendwelche anderen Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Das ist, glaube ich, auch eine Art Staubsauger. Total abgefahren. Noch ein anderer Staubsauger. Und also es gibt viel mit Staubsaugern. Oder man will diese Muscheln einfärben und dann spritzt man da so einen grünen Farbstoff rein. Total abgefahren. Oder was ich gebastelt habe, ist hier aus dem Baumarkt so ein bisschen Schwamm und habe da zwischen PVC-Platten so Objektträger zwischengeklemmt, weil ich wollte, dass sich die Bakterien da bitte niederlassen auf meinen Objektträgern und das hat sogar funktioniert. So, und damit bin ich am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke herzlichst dem Team ums Marum in Bremen, abgefahrene Leute, die uns unterstützt haben. Wenn euch das interessiert, guckt auf jeden Fall euch diese Seite an. Wenn ihr wissen wollt, was ich den ganzen Tag treibe, wir haben eine Medienagentur für Wissenschaftler, guckt euch das an. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Dennis!